Also, ich habe das ja für das ja gar keine Phase zu, weil ich eigentlich. Ich habe ständig. Ich denke mir immer ständig, das mache ich und das mache ich oder das soll ich machen. Also, ich habe bis jetzt, um kurz gesagt, noch nie eine Phase zu eingehalten. Höchstens so einfach und dann ist. Also, ja. Schulwerke gehabt, noch nicht sind eingehalten. Ja. Vielleicht, dass ich ein bisschen ordentlicher wäre. Dass ich nicht immer Sachen verliere, nicht mein Geld überall liegen lasse oder Geld verliere oder irgendwelche Sachen verliere einfach oder mein Handy irgendwo liegen lasse oder sonst was. Ich bin einfach ganz unordentlich und das möchte ich irgendwie ein bisschen probieren abzulegen. Ich meine, ich esse ich vielleicht mal weniger Süßigkeiten oder ich mache mehr Sport oder ich. Eben, dass ich ordentlicher wäre, auch schon. Ganz brav sein, in der Schule mehr lernen. Ja, ich kann nicht versetzen. Also, ich wohne vom Jahr 2024 viel Action wie in dem Jahr. Und weniger Alkohol, dafür mehr Drogen. Nein, Spaß beiseite. Ich warte mir vom Jahr 2007 erwarte ich mir einfach, naja, für mich, dass ich einfach glücklich werde und dass ich meinem Traum weiterhin nachgehen kann. So wie es jetzt ist, dass meine Fans mir treu bleiben und gute Vorsätze habe ich eigentlich nur die, dass ich irgendwann wieder rauchen aufhören möchte, weil ich jetzt doch wieder rauchen angefangen habe ein bisschen. Und ich freue mich wieder so richtig am Wintersport machen und wieder sportlich sein. Aber so Vorsätze gibt es keine. Großer Wunsch ist einfach, dass es alle Leute gut geht und dass jeder glücklich und zufrieden ist. Und naja, ich bin eh glücklich, weil das passt, so wie es ist. Happy New Year! Ich habe keine Neujahrsvorsätze. Ich habe keine Neujahrsvorsätze. Ich habe keine Neujahrsvorsätze. Ich habe keine Neujahrsvorsätze. Überhaupt keine. Ich halte mich nie dran. Ich weiß nicht. Ich finde das blöd. Da muss man zu Silvester auch noch einen Stress machen. Dass ich jetzt zum Schokoessen aufhöre oder so. Man, wer kann schon ohne Schoko leben? Seien wir uns doch ehrlich. Das geht ja gar nicht. Ich finde Neujahrsvorsätze doof, ja. Und sowieso die Leute, die was sagen, sich auch zum Rauchen. Schaut sich in Marion! Super Beispiel. Also, Neujahrsvorsätze, Sachs!